Hey Leute, Techniker hier. Wir schauen uns heute von Nüfter die NÜV22, die eine sehr geile Lightweight-Gaming-Maus, die ich heute hier habe, eine sehr anpassungsfreudige Gaming-Maus, eine sehr gute E-Sportler-Maus. Wir schauen uns auch das NÜV-Board Generation 2.0, ein neu aufgelegtes Board von Nüfter mit den Möglichkeiten, hier extreme Anpassungen eben an der Tastatur eben vorzunehmen. Aber die Tastatur ist schon so perfekt, wenn die bei euch ankommt. Denn diese wird entwickelt von Christoph und Alex, zwei ehemalige E-Sportler im ESL-Bereich, soweit ich weiß, die ihr ganzes Know-how und ihr ganzes Wissen und ihre ganze Liebe und Feeling in diese Produkte reingesetzt haben und ein eigenes Unternehmen gegründet haben, was eben für E-Sportler konzipiert worden ist. Und das fühlt man und sieht man einfach in den Produkten, die die geben. Heute schauen wir uns die NIF22 Gaming Maus an. Wir schauen uns das NIFboard Gen 2 an. Wir schauen uns ein bisschen die Möglichkeiten an, wie man hier alles anpassen kann, welche Möglichkeiten uns NIF da hier bietet mit Custom Shells für die Maus, die ganze farblich und auch vom Gewicht her ein bisschen anzupassen. Wir schauen uns auch das Keyboard an mit Pudding Keycaps, werden wir uns auch noch mal kurz ansehen, wie das Ganze aussieht und wie die Software hier auch natürlich ein bisschen abschneidet von Nüfter, denn das Ganze ist auch noch mal ein sehr interessanter Aspekt und natürlich auch die super geilen Möglichkeiten an sehr farbenfrohe und coole Designs an Mauspads und natürlich auch von der Größe her sehr cool angepasste Mauspads uns anzugucken. Das Ganze machen wir jetzt gemeinsam. Los geht's! I wake up in silence. I turn and I face an empty bed. There's no one besides me. And I try to remember what I've said. Die Liebe zum E-Sportler-Dasein und zum Gaming, das ist das, wofür Christoph und Alex von Nüfter stehen. Und was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben, ist einfach der Wahnsinn, wenn ihr mich fragt. Also einfach aus diesem Bereich herauszukommen, realisieren, dass man ein bisschen zu alt geworden ist und einfach die Reflexe ein bisschen nachlassen und trotzdem aber dieses Know-how und die Liebe am E-Sportler-Dasein weiterzugeben in Form von einem Unternehmen mit Produkten und damit natürlich auch seine Brötchen zu verdienen, finde ich persönlich eine klasse Entwicklung und Idee. Ich habe diese Produkte von Nüfter natürlich, vom lieben Christoph und vom Alex zur Verfügung gestellt bekommen, nicht mit dem Sinn, heute dieses Video zu machen. Das will ich ganz klar sagen. Diese Tastaturen und Mäuse wurden mir zur Verfügung gestellt, um das vorangegangene Video, wo wir uns die Cable Mod Coil Cables angeguckt haben, eben visuell besser dastehen zu lassen. Ich habe mich aber im Nachgang dafür entschieden, doch ein kurzes Review und meinen Senf, sage ich mal, zu diesen Produkten eben abzugeben, obwohl ich, das will ich auch vorwegnehmen, nicht. Also, ihr seht ja mein Alter, glaube ich, und ihr kennt mich auch. Nicht der geborene E-Sportler bin, der schon zigtausend Tastaturen hatten und den Unterschied unbedingt fühlt jetzt zwischen Looped, Pre-Looped-Tasten und irgendwie unterschiedlichen Switches. Nein, mir geht es sehr viel primär um das eigentliche Tippgefühl und überhaupt auch, wenn man spielt, die Reaktion von der Maus und Tastatur. Und ich war extrem positiv überrascht von diesen Produkten, dass ich heute diese auch an dieser Stelle vorstellen möchte. Wir fangen als allererstes, würde ich sagen, mit der Maus an, NIF22. Wie gesagt, es wird kein super technisches Review, wo ihr alles irgendwie erfahrt über die Tastatur. Ich werde ein bisschen das Datenblatt runterrattern für euch, damit ihr wisst, woran wir hier sind. Aber hier soll es ein bisschen um einen kleinen Erfahrungsbericht gehen und eine Vorstellung von diesen zwei Jungs. Die NIF22 gibt es in Weiß und in Schwarz. Wir haben heute hier auch eine, die ich auch schon ein bisschen zurechtgemoddet habe. Die weiße Variante einmal hier, wenn die Kamera auch scharf stellen würde, würde ich mich wahnsinnig freuen. Mit einer schwarzen Shell oben drauf. Standardmäßig ist aber schon in dieser Verpackung, wenn ihr die Maus kauft, könnte ich entscheiden zwischen dem Honeycomb Design, also diese gelöcherte Version von der Shell, und dem Solid Design, sprich diese komplett durchgehende Shell, die wir haben. Die Maus kann man mit ein paar Klicks, ich will es mal kurz auch mal zeigen, anpassen. Also hier hinten, zack, einfach Fingernagel rein, das Ganze anheben, das ist der erste Schritt. Hier drin befindet sich auch eine Halterung für den USB Wireless Adapter, den wir an den PC anschließen. Und hier oben die Tasten, hier oben ist so eine kleine Lasche. Hier auch nochmal, zack,
rausziehen. Hier unten kommen auch die Switche zum Vorschein und dann haben wir die Shell eben angepasst. Man kann diese Shells in extrem vielen unterschiedlichen Farben nachbestellen. Das Ganze finde ich sehr geil. Ich habe auch ein paar Farben heute hier, die ich euch auch zeigen werde. Grün, Rot, Gelb, Blau, Pink. Also gibt es wirklich alles. Man kann sich hier extrem austoben und vor allem man auch kann auch kombinieren mit unterschiedlichen Designs. Ganze wieder anbringen ist relativ einfach. Wie gesagt, das ist ein sehr leichtes, ich schätze mal 3D gedrucktes Teil, aber genau darum geht es ja, dass die Tastatur bzw. die Maus hier das Gewicht beibehält. Klack, reingeklickt und das Ganze ist wieder da und die Shell hier hinten wird einfach hier nochmal draufgelegt und hier unten runtergedrückt und das war's. Die Maus selber, von meinen Gefühlen her, will ich jetzt mal kurz was sagen, ist eine reine Rechtshändermaus in diesem Fall, denn hier befinden sich die Vor- und Zurücktasten, die man frei belegen kann. Diese sind hier eben nicht vorhanden. Die Maus ist sehr leicht mit 75 Gramm, glaube ich, mit der Solid Shell. Und ich glaube 73, 72 müsste ich mich jetzt täuschen mit der Honeycomb Shell. Ich bin zu alt und würde da nicht mal den Unterschied merken. Für mich ist es einfach eine super Lightweight Maus. Hier sehr schön gemacht vom Design her. Kleiner Nüfter-Schriftzug, nicht zu auffällig, nicht zu groß. Hier oben auch das Nüfter-Logo auf der Shell selber, außer beim Honeycomb, da fällt es natürlich weg. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist zum einen das Klickgefühl, also die Maus fühlt sich sehr gut an, sie ist sehr direkt, sie wirkt auch auf der ganzen, also wie gesagt, ich bin kein E-Sportler, ich will ein paar Sachen loswerden, die mir so aufgefallen sind, egal wo man klickt, die reagiert immer gleich, also man hat nicht dieses klassische Phänomen, dass wenn man hier oben klickt, dass es wesentlich schwerer sich drücken lässt als hier unten, das Ganze finde ich sehr gut. Das Mausrad hat mich extrem überzeugt. Also das ist, finde ich, einer der größten Flops, die viele Hersteller leider begehen, dass das Mausrad sich komisch anfühlt, die Radschwung nicht passt oder auch das gummierte. Das ist hier ein leicht gummiertes Mausrad, das in meinen Augen sehr schön gelöst ist. Wir haben hier oben die Möglichkeit, eine zusätzliche Taste als DPI-Switch eben zu konfigurieren. Unten geht es weiter bei der Maus. Wir haben hier zwei Einstellmöglichkeiten, um die Maus eben einzuschalten. Einmal haben wir den ersten Bereich, wo die Maus im normalen Zustand eben eingeschaltet ist und die volle RGB-Beleuchtung hat. Und dann gibt es hier nochmal so was Ähnliches wie so einen Sparmodus, den man einstellen kann, damit die Maus auch schneller disconnected, wenn man die mal nicht benutzt und natürlich so Batterien spart. Zusätzlich kann man hier unten auch on the fly, sage ich mal, wenn man nicht auf die Software setzen möchte und trotzdem das RGB einstellen möchte, mit diesem Knopf die Farben auch nochmal einstellen, denn diese Maus hat RGB sehr klein, sehr schmal gehalten, sehr schön, aber finde ich, ist diese, ich nenne sie mal Unterbodenbeleuchtung bei Mäusen, weil die hier sehr schön zum Vorschein kommt, nicht stresst beim Zocken und trotzdem irgendwie ja, das Setup einfach geil aussieht, wenn man hier auch nochmal so ein Teil drin hat. Worauf Nüfter auch besonders stolz ist, sind die Glidepads, die hier haben. Wie wir sehen, sehr großflächig angelegte Mauspads, Glidepads, die das Ganze ermöglichen sollen, dass die Maus natürlich auf E-Sportler-Niveau sehr schön über das Mauspad eben schlittert. Zu den technischen Daten kurz, um diese eben nicht komplett außen vor zu lassen für die Leute, die es interessiert. Die Maus hat eine DPI-Einstellmöglichkeit bis zu 19.000 DPI. Keine Ahnung, welcher Verrückte mit 19.000 DPI spielen will. Wir haben hier ein Gewicht von 75 Gramm, wie ich gesagt habe, mit dem Solid Case. Wir haben 72 Gramm mit dem Honeycomb Case. Wir haben als IPS-Rate 400, wir haben eine Abtastrate von 1000 Hertz, also das USB Ultra Polling läuft hier mit 1000 Hertz. Die Maus-Switches sind hot-swappable, das heißt die Switche selber in der Maus, wir haben es vorhin gesehen, wie man die aufmacht, kann man komplett wechseln und ändern. Die Maus ist Dual Mode, man kann gleichzeitig spielen und laden, das Ganze finde ich auch sehr geil, ein Kabel ist beigefügt mit 1,9 Meter, ein sehr schönes, langes Kabel, was nicht stören sollte und vor allem auch ein sehr schön verarbeitetes Kabel, denn es ist komplett gesleeved. Ich hole es mal kurz raus, dann gucken wir es uns mal an. Natürlich ist hier überall jedes Mal ein handsigniertes Ding von Christoph und Alex. Keine Ahnung, wie oft die ihre Unterschrift schon geübt haben, aber das finde ich persönlich sehr geil. Die Jungs verpacken noch alles selber. Wir haben hier einen kleinen Nüfteraufkleber dabei gefügtes. Wir haben hier am Beispiel von Weiß einmal die Honeycomb Shell, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Wir haben dann die Solid-Version, die eben hier auch nochmal gepackt werden kann. Man kann das Ganze auch natürlich kombinieren. Dann haben wir hier nochmal zwei
Glidepads, die man nochmal austauschen kann, falls was sein sollte. Vor allem auch das, was eben um dem Sensor selber herum ist. Und hier auch nochmal die Halterungen für die Switches sind auch nochmal dabei in so ein kleines Tütchen. Und jetzt kommen wir zu dem Mauskabel, wo ich eigentlich darauf hinauskommen wollte. Das ist ein schönes gesleeftes weißes Mauskabel und vor allem auch ein sehr leichtes Mauskabel. Denn darum geht es, dass das Kabel nicht starr und steif ist, sondern es ist hier sehr flexibel, ihr seht es, damit man eben beim Spielen, selbst mit einem Ladekabel, ein ordentliches Aim hat. So viel zur Maus, extrem viele Möglichkeiten, vor allem wie gesagt mit diesen ganzen Shells und Sachen, die man extra zubestellen kann. Ich glaube, die liegen bei 7, 8, 9 Euro, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Und man kann damit seine Maus extrem cool anpassen, wenn ihr mich fragt. Wir schauen uns jetzt das Nifboard, achso, preislich natürlich, will ich auch nicht vergessen. Nifter spielt ein bisschen mit dem eigenen Shop, mit Preisen, hat sehr oft sehr gute Angebote. Man kann hier und da Geld sparen. Die Maus selber liegt, glaube ich, bei 94,99 €, ist für eine Lightweight Gaming Maus auf diesem Niveau wirklich relativ beachtlich, aber es gibt sehr oft Sales hier im Shop, also einfach mal die Augen aufhalten. Wir gucken uns jetzt das Nifboard Gen 2 an, eine Tastatur, die mich extrem überzeugt hat. Ihr seht die hier ein bisschen schon mal zurecht gemoddet mit Pudding Keycaps. Darauf werde ich auch noch mal kurz eingehen oder eben hier auch noch mal in einer schwarzen Variante, wie ich sie mir schon mal ein bisschen zurechtgemordet habe, wie sie mir persönlich sehr gut gefällt. Hier haben wir einmal das 75% Layout Keyboard, was eben ja keine TKL, also keine Nummernpad eben auf der Seite mehr aufweist. Hier oben hat man noch reguläre F-Tasten, eben die man drücken kann. Und viele Sachen sind aber hier eben auf 75% Niveau runtergedrückt. Es gibt auch nochmal die kleinere Version, die 61%. Die ist auch nochmal um einiges mehr beschnitten, wie ihr seht, an Tasten. Das sind Tastaturen, die sich wirklich auch sehr geil anfühlen. Also ich bin jetzt kein super High-End-Gamer, ihr kennt mich ja, aber das fühlt sich schon sehr geil an und ich muss auch jetzt offen gestehen, dass ich das Ganze eben hier in der Hand halte. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn die Tastatur ordentlich und plan auch nochmal auf dem Mauspad eben aufliegt und das Ganze eben auch nochmal zusätzlich gefedert wird. Woher oder wodurch wird denn dieses Tippgefühl erreicht? Das Ganze finde ich sehr schön. Das Know-how von Christopher und Alex, fließt hier ein. Eine Silikonschicht ist komplett unter dem Tastenfeld angelegt. Hier ist auch nochmal zusätzlich unten drunter auch nochmal so ein kleines Schaumstoff, um das Ganze eben auch nochmal zusätzlich zu dämmen und dieses kranke, geile Tippgefühl eben überhaupt zu ermöglichen, beziehungsweise das Klickgeräusch besser gesagt, das Tippgeräusch. Und dann eben nochmal zusätzlich die Gateron Switches, das sind Yellow Switches, die hier angebracht sind, die pre-looped sind, damit das Tippgefühl wirklich sehr, sehr, sehr angenehm und sehr gleichmäßig funktioniert. Nicht nur das, auch wichtige Tasten, das Ganze ist mir aufgefallen, die Space-Taste oder die Enter-Taste sind durch mehrere Tastenbereiche, sage ich mal, versehen, sodass selbst die Space-Taste, wenn man die hier seitlich so drückt, die komplette Taste gleichmäßig mit runter geht. Ihr kennt das ja, man spielt ja mit WASD und hat hier irgendwie vielleicht den Daumen mal so, mal so, mal so und drückt mal hier. Hier hat man über die ganze Taste hinweg ein gleichmäßiges Druckpunktgefühl, finde ich sehr schön. Genauso verhält sich mit manchen Shift-Tasten und manchen Enter-Tasten. Das ist das Nifter Gen 2 Board, was nicht nur da aufhört, sondern was ich sehr geil fand, ist, dass selbst bei, es gibt es in weiß und in schwarz, wie ihr es wahrscheinlich gesehen habt. Und standardmäßig wollen wir uns auch hier noch mal ein bisschen kurz das Packaging angucken. Haben wir natürlich den Keycap-Puller, um eben die Keycaps eben auszutauschen. Wir haben hier auch nochmal so ein kleines Teil, um die Switche eben auch nochmal rauszuholen. Wir haben hier oben auch nochmal drei Austauschswitche. Diese Gateron gelbe Switche sind auch nochmal hier dabei. Und was ich persönlich sehr geil fand, ist, dass standardmäßig hier eine unterschiedlich, also eine andersfarbene, das ist jetzt die schwarze Schachtel, ne? Die weiße Schachtel, Entschuldigung, beziehungsweise die weiße, die schwarze Schachtel, denn ich hatte hier auch das schwarze Kabel dabei und ich habe aber bereits eben meine Tastatur auf eine weiße Space-Taste umgebaut. Hier hat man die Möglichkeit, eben diese schöne Spacebar standardmäßig auszutauschen, um einen leichten farblichen Akzent dem Keyboard zu geben. Eine USB-C
eine Escape-Taste. Wie komme ich auf USB-C? Keine Ahnung, aber nee, eine Escape-Taste mit einem Nifter-Logo standardmäßig auch dabei, um dem Ganzen eben, wie gesagt, einen kleinen farblichen Akzent zu geben. Und damit hört es auch nicht auf, wenn man mehr möchte von seinem Setup. Achso, ja, das Kabel habe ich vielleicht vergessen, ne? Lauter Stress. 1,90 Meter Sleeved-Cable, ein ordentliches Kabel mit einer ordentlichen Länge, mit einem ordentlichen Sleeving ist natürlich auch dabei. 124,99 haben wir, glaube ich, in etwa für diese Tastatur. Finde ich für eine Pre-Looped Maus und Tastatur, also für eine Pre-Looped Tastatur mit Gateron Switches und den Anpassungen, die eben vorgenommen worden sind, schon nicht ganz so wenig, will ich ganz klar sagen, aber wie bereits vorhin bei der Maus erwähnt, in einem eigenen Nifter-Shop, schaut hier unten mal vorbei, werdet ihr sehr oft Sales sehen, Oster-Sales, die Sale, Black Friday Sales, und da lohnt es sich auf jeden Fall dazu zu schlagen, denn dort gibt es jede Menge Rabatte sehr oft. Was viele Leute interessiert ist, sind die Nifter Pudding Keycaps. Die will ich nur ganz kurz anschneiden. Diese gibt es in extrem vielen Farben und Möglichkeiten eben zu bestellen. Ich glaube Black, White, Grey, Pink and Blue. Wir haben heute hier die blauen bzw. die weißen auch da. Ich habe meine Tastatur auch schon gepremodet, sage ich mal. Hier, das ist die weiße Tastatur, die ich bekommen habe. Schwarze Space-Taste, die dabei war, habe ich umgetauscht. Ich habe das WASD aus der schwarzen Tastatur geklaut, wie ihr es gesehen habt, und die Enter-Taste, und habe mich hier bei den Grund, also bei den ganzen weißen Keycaps, die ihr hier seht, das Ganze auf Pudding umgebaut. Pudding Keycaps bedeutet, dass prinzipiell hier unten eine leichte acrylfarbene Schicht nochmal so zu sehen ist, dass es RGB hier durch die Taste durchscheinen kann. Das Ganze macht eine sehr schöne RGB- und 3D-Optik bei diesen Tastaturen. Finde ich nicht schlecht, diese Pudding Keycaps. Wer darauf steht, kann sich das Keyboard zurecht modden in dieser Ding. Ich persönlich finde, das sieht in diesem Fall sehr geil aus. Ich habe mich dafür entschieden, wie gesagt, hier ein bisschen schwarze Details zu setzen und hier auch nochmal die Pudding Keycaps zu verbauen, um der ganzen Tastatur ein bisschen so eine Dreidimensionalität zu geben und die Tiefe der Enter- und der Space- und der WASD-Tasten auch nochmal darzustellen. Fand ich persönlich von der Ästhetik her extrem geil, und das ist mein neues Gaming-Keyboard. Damit werde ich die nächste Zeit spielen, denn ich finde es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Zum Keyboard selber gibt es natürlich auch ein paar technische Daten zu erwähnen. Das Ganze will ich nicht euch außen vor lassen. Wie gesagt, technisch müsst ihr entscheiden, ob so eine Maus und Tastatur für euch was ist, ob ihr richtige Gamer seid oder ob euch die Tasten einfach gefallen. Die Abmessungen von der 61% Tastatur liegen bei 31,2 cm x 12,1 cm und haben 4,3 cm Höhe. Die Kabellänge ist 1,8 Meter, wir haben 0,85 Gramm als Druckpunkt der Switches, die wir haben. Das sind Gateron Yellow Switches, die sind hot swappable und wie bereits gesagt pre-looped. Das heißt, die sind schon geölt, nenne ich es jetzt mal einfach. Wahrscheinlich ist es in der Fachsprache falsch und Nifter tötet mich für diese Aussage, aber geölt, dass eben die ordentlich, sage ich mal, laufen und nicht eben nach kurzer Zeit schon ein bisschen hängen und ruckeln. Also hier ist es sehr schön gemacht. Und das ist das Nifboard Gen 2, was wir uns heute hier angeschaut haben. Wie wir alle wissen, scheitern sehr oft sehr viele Hersteller von Eingabegeräte an der Software. Und genau das ist ein Punkt, wo ich sehr, sehr, sehr große Angst hatte, sage ich mal. Aber wenn zwei Jungs, die es eigentlich drauf haben und alles wissen, sich in so eine Schiene reinwerfen, so tolle Produkte auf den Markt werfen, müssen sich auch die Software kreieren lassen. Ich glaube kaum, dass die zwei Jungs das Ganze selber programmiert haben. Die haben eine eigene Software, die NIF-Produkte. Diese Software ist nicht eine Software für alle Produkte, sondern hier ist es so, dass die Software für jedes einzelne Gerät extra installiert werden muss. Sprich, für die Maus ist es eine Software und für das Keyboard ist es eine Software. Ist nicht mein Top-Favorite, jetzt zwei Software installieren müssen für zwei Artikel, will ich ganz klar sagen. Trotzdem ist es so, dass diese Software wirklich Lightweight Software sind. Also es ist nicht dieses typische, Corsair, ich installiere eine IQ Software, irgendwie die 700 MB groß ist, irgendwie nur um meine Maus zu steuern, oder auch irgendwie eine Logitech Software, die zig Milliarden, Millionen Möglichkeiten, Anbindungen über irgendwie die Synchronität, irgendwie über das eigene Logitech-Konto irgendwie synchronisieren. Wir haben es hier mit Lightweight-Software zu tun. Ich habe beide installiert und hatte keinerlei Probleme, vor allem auch von der Auslastung von der CPU und solchen Sachen keinerlei Probleme. Die Software befindet sich auch aktuell im 0.9 irgendwie Zustand, fühlt sich ein bisschen beta an von der Ziffer her, sage ich mal. Ich glaube, bei der Tastatur war es 0.9.
Das Ganze liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Sniffboard Gen 2 neu auf den Markt gekommen ist und in dieser Software kann man alles einstellen, was das Gamerherz begehrt. Ein paar Sachen, die ich da lassen möchte, sind natürlich die RGB-Einstellmöglichkeiten. Sehr nice gemacht, super geil gemacht, um genau zu sein. Man kann hier extrem viele schöne Effekte auf Maus und Tastatur projizieren. Diese Effekte sind super smooth. Ihr werdet es jetzt auch in den Aufnahmen sehen. Das sind Slow-Mo-Aufnahmen, deswegen ist es manchmal so langsam. Zum Verständnis, aber diese Effekte, diese Rainbow-Wellen und sind super, super, super smooth, finde ich auch persönlich als RGB-Fanatiker sehr schön gemacht und gelöst. In der Software selber kann ich natürlich DPI einstellen, die Lift-Off-Distance, ein sehr umstrittener und wichtiger Wert, und zwar geht es darum, wie hoch ich die Maus anhebe, bis der Sensor nicht mehr reagiert, weil natürlich muss ich bei einer Lightweight-Maus sehr oft die Maus absetzen und anheben. Diese Lift-Off-Distance, also der Abstand, wo der Sensor eben zum Mauspad eben noch reagiert oder eben nicht mehr, kann man komplett frei einstellen, finde ich sehr wichtig. Natürlich kann man Makros vergeben und natürlich die Tasten hier auch nochmal zusätzlich konfigurieren, einstellen und hier eben das Ganze nochmal anpassen. Also von der Software her in meinen Augen sehr schön gelöst. Ich denke, da wird auch noch mehr kommen. Vielleicht wird diese Software irgendwann mal zusammenwachsen zu einer Nüfter Software, die eben alles unterstützt, finde ich schöner als hier jeweils einzelne Sachen installieren zu müssen, wobei Modularität auch mittlerweile auch sehr wichtig ist. Falls man eben nur die Tastatur hat, braucht man auch nur die Tastatur-Software zu installieren und hat nicht diesen unnötigen Müll, den die anderen Produkte mit in die Software reinbringen würden, nicht mehr. Und zu kleiner Letzt will ich auch nochmal die Mauspads erwähnen. Die Mauspads sind die gibt es in verdammt geilen Designs, extrem farbenfroh, extrem coole Designs. Vor allem die Koi-Designs haben mir sehr gut gefallen, die selber entwickelt haben. Und Nüfter geht jetzt noch einen Schritt weiter, um die maximale Anpassungsmöglichkeit eines Mauspads zu geben. Kann man nicht nur natürlich in verschiedenen Größen eben das Ganze sich aussuchen, werde ich hier auch nochmal kurz einblenden, bis hin zu 3XL irgendwie Mauspads, die verdammt riesig sind, wo theoretisch irgendwie alles drauf hat, Maustastatur, Handy, PC-Monitor, alles kannst du da draufstellen. Nein, aber es sind sehr große Mauspads. Man kann es nicht nur so anpassen, sondern man hat mittlerweile die Möglichkeit, sein Custom-Design selber hochzuladen und die fertigen das Ganze für euch an. Das war heute das bisschen das Nüfter Produktportfolio. Vielen Dank, Christoph, vielen Dank, Alex, für die Möglichkeit, heute hier die Sachen vorzustellen, beziehungsweise danke, dass ich die bekommen habe und mich selber dafür entscheiden konnte, ob ich darüber berichten möchte oder nicht. Ich denke, diese Produkte sind es wert, darüber berichtet zu haben. Ich freue mich wahnsinnig, euch kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft ein bisschen mehr zusammen machen. Ich bin gespannt, was für weitere Produkte Nüfter auf den Markt bringen wird. Und natürlich interessiert mich an dieser Stelle, was ihr denn da draußen denkt. Ist Nüfter ein Unternehmen mit diesen Produkten, was gut positioniert ist? Sind euch diese Mäuse und Tastaturen vom Preislichen und von den Anpassungsmöglichkeiten das Geld wert? Werdet ihr da zuschlagen. Hier unten ist, wie gesagt, ein Link zum Nüfter-Shop. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls noch Fragen sein sollten, natürlich hier unten rein. Die Nüfter-Jungs schauen bestimmt hier ab und zu mal in den Kommentaren mit vorbei, falls es super technische Gaming-spezifische Fragen zu der ganzen Geschichte gibt. Ich werde versuchen, mein Bestmögliches zu tun, um darauf zu antworten. Mit meiner Erfahrung, sage ich mal, wie gesagt, mit meiner Rentnererfahrung, denn ich habe nicht dieses Gaming-E-Sportler-ESL-Dasein, wie es vielleicht die Jungs haben von Nüfter selber. Von daher werde ich hier mein Bestes geben, aber ich kann euch nichts versprechen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.